Guckt euch das mal an, Alter. Das fühlt sich an wie ein Weltuntergang gerade. Einmal eine Ehrenrunde. Mit den gestörten Motherfucker, was ist hier los, Junge? Aber jetzt mal ohne Spaß. Ist es gefährlich bei Gewitter Motorradfahren? Ich hab Angst, Alter. Ich hab so scheiße nochmal Angst. Hey Siri, ich f*** deine Wetter-App, was soll die Scheiße? Auf einmal ist hier ein Gewitter. Guckt euch das mal an, Alter, das fühlt sich an wie ein Weltuntergang gerade. Gleite ich hier mit der Scrambler durch die Stroßlange. Ja, aus dem Nichts fängt es an zu pissen. Fuck you. Ich wollte für euch eigentlich noch in die Stadt. Heute Abend gemütlich bei der milden Sommerluft einfach noch ein gemütliches Video machen, damit ihr euch das anschauen könnt und einschlafen könnt. Weißt du, was ich meine? So irgendwie schön im Bett liegend, das Handy in der Hand, den Fernseher an, auf Michoto gegangen, auf den YouTube-Kanal und einfach sich dieses genüssliche Abendvideo reinzuziehen. Und jetzt guckt euch das doch mal an, Alter. Auf jeden Fall, Wetter-App hat mich gefickt. Egal. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, doch noch ein Video zu machen, auf entspannt. Ja, sonst, was gibt es zu erzählen? Wie geht's euch so? Gibt es irgendwas Neues? Wie geht's, wie geht's der Familie? Wie geht's euren Kindern? Was machen die Aktien? Läuft da alles wie am Schnüschen? Oder hat euch die Inflation gefickt? Ja, keine Ahnung. Boah, das sieht aber echt mies aus, Alter. Boah, ich sag euch ehrlich, das Ding, das ist schon dreckig, Alter. Das hat so viel Drehmoment. Diese zwei fetten 600er Kolben. Boah, das sind geile Kolben, du. Ja, wie gesagt, das Motorrad ist eigentlich dafür gemacht, um von Ampel zu Ampel zu ballern. Ja, das Motorrad ist einfach dafür gemacht, um von Ampel zu Ampel zu ballern. Das ist einfach nur geil, diese Beschleunigung untenrum. Also ich kann mir gut vorstellen, ich bin noch nie eine Harley gefahren, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn das so ein ähnliches Fahrgefühl ist, dieses, du gibst Gas und das Ding ballert einfach, das rotzt, dieses, das ist schon ein geiles Gefühl. Dieses Entlangcruisen, kurz ballern, dieses Untertourige, das ist schon ziemlich nice. Na, ich dachte, hier ist so eine Scheibe, hätte ich euch kurz das Motorrad gezeigt. Aber warte, irgendwo gibt es da so eine Scheibe. Ich fahre mal hier links. Bitte schön. Ah, das ist es. Michoto, der nette Biker aus der Nachbarschaft. Und das ist die originale Auspuffanlage. Ich glaube, wenn man da eine geile Auspuffanlage drauf hat, wenn die nochmal ein bisschen lauter ist und so, das ist schon geil. Ja, vielleicht hier? Ah. Man sieht es nicht wirklich. Schaut euch das mal an. Oh. Habt ihr es gesehen? Da hinten hat es geblitzt, Alter. In Amerika gibt es doch diese Tornado-Jäger. Und ich bin für euch jetzt einfach der Thunder Hunter. Thunder Hunter. Ja, ich würde sagen, wir drehen eine gemütliche Runde einmal durch die Stadt. Aber die hängt schon wirklich brutal am Gas. Also auch jetzt hier. Man kann nicht ein bisschen Gas geben. Das geht einfach nicht bei dem Ding. Zumindest halt im ersten und zweiten Gang. Die hängt einfach so richtig dreckig am Gas. Ah, die Scheibe war jetzt nicht so gut. Na, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, weil... ihr seht es wahrscheinlich nicht. Na, egal, ich sehe es, es reicht. Einmal hier nach rechts. Boah, der sieht schon geil aus, Mann. Und ich bin froh, dass es auch am Ende die Scrambler geworden ist und nicht die Speed Twin. Das sieht schon geil aus, Mann.
dadurch, dass man so hoch drauf sitzt und alles. Und dieser Sound, Alter, dieses Gewitter. Och, du leck mich am Arsch, du. Oh, die Bollerei. Einmal eine Ehrenrunde. Habt ihr gesehen, wie das geblitzert eben? Aber jetzt mal ohne Spaß. Ist es gefährlich bei Gewitter Motorradfahren? Ich meine, so ein Auto, das ist ja irgendwie hermetisch abgeriegelt oder so. Da kann eigentlich nichts passieren bei einem Blitzeinschlag. Aber auf dem Motorrad, Alter? Ich bin ja eigentlich eine fahrende Antenne, kann man sagen. Egal, ich glaube, ich muss einfach nur schnell genug fahren. Ich muss schneller als der Blitz. Das ist es. Ich muss schneller als der Blitz fahren. Und dann muss ich das Tacho wieder zensieren. Ihr bringt mich in so scheiß Situationen, ja, weil ich für euch die Videos mache. Oh fuck, ich habe einen Regentropfen abbekommen. Weil ich für euch die Videos mache, bin ich hier immer halb im Knast, weil ich jetzt hier versuche, den Blitzen auszuweichen. Okay, jetzt fängt es an zu regnen. Scheißegal, ich habe ein T-Shirt an. Aber für euch mache ich die Runde jetzt hier fertig. Ah, dunkles Visier, ich sehe einfach nichts. Ah, wieso muss es jetzt pissen, Alter? Hätte doch 20 Minuten warten können damit. Ja, hat mir das Gas weggenommen. Glaube ich zumindest. Boah. Jetzt fängt es an, Männer. Jetzt fängt es an. Die benutzt schon Pizza Hut als Regenschirm. Soll ich hier rein oder eins weiter? Ich fahre noch eins weiter. Vielleicht hält mich die Poser-Polizei an. Scheißegal. Das Motorrad ist quasi neu und vollkommen legal. Die können mir meine Eier klauen. Aber bitte sachte, mit Gefühl. Ja, den ein oder anderen Wheelie habe ich unfreiwillig schon gemacht. Ja, das Vorderrad hat das ein oder andere Mal den Boden verlassen und hatte dann keinen Bodenkontakt mehr. Ach, der hat mich jetzt gelassen. Ey. Die Frage ist, soll ich hier jetzt... Soll ich hier jetzt ernsthaft im Regen im Stau stehen oder soll ich vorbeifahren? Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als vorbeizufahren. Ah, okay, Männer, jetzt pisst es richtig, Alter. Es ist schon ein geiles Motorrad. Morgen fahre ich in Odenwald. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Da habe ich jetzt wenigstens mal eine Maschine, Alter, mit der ich richtig Gas geben kann. Weil die ER6 von meinem Bruder da, die, ja, wenn wir ehrlich sind, es ist ein Fahrrad. Hat zwar Spaß gemacht und so, alles cool, war in dem Moment auch gerade so perfekt, sage ich mal, fürs erste Mal auf jeden Fall. Aber man merkt schon, da fehlt Leistung. Also freut euch mal aufs nächste Video. Triumph Scrambler 1200 Kubik mit mir, mit meiner Wenigkeit im Odenwald mit den gestörten Motherfucker. Was ist hier los, Junge? Also ich fahre jetzt hier geradeaus, dann drehe ich eine Runde nochmal um Wasserturm. Dann habt ihr Mannheim gesehen. Hier ist der Wasserturm beleuchtet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, was soll ich jetzt zum Abschluss noch mal zu euch sagen? Ich sage mal, heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Ich mache für euch Videos, haut mal rein. Peace out. Bevor ich es vergesse, abonniert den Kanal und lasst ein Like da, ihr Motherfucker. Wow, Alter. Ich muss gucken, dass ich schnell nach Hause komme. Ich habe Angst, Alter. Ich habe so scheiße nochmal Angst.